Was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. Meine Seiten sind wieder mal auf Null. Grüße gehen raus an Ali Shalali. Wenn ich nicht das Video anfange, dann musst du mir den Schokoladen geben. Danke, liebe deine Videos. Nee, diesen Schokoladen-Osterhasen gönne ich dir natürlich nicht. Gründe, warum ich lieber in einer Beziehung als Single bin. Da bin ich mal gespannt, meine Liebe. Erstens, ich muss nichts zahlen, wenn ich unterwegs bin. Stimmt, du brauchst ja gar nichts mehr bezahlen, weil alles dein Freund bezahlt. Ein Traum. Wenn ich nachts mit meinen Mädels unterwegs bin, dann haben wir einfach ein privates Taxi und kommen alles sicher und kostenlos nach Hause. Ach so, gut, stimmt, dein Freund ist ja auch das Taxi von dir. Wenn ich jetzt etwas brauche, dann muss ich endlich nicht mehr meine Eltern um Geld anbetteln. Ja, was machst du dann? Du bettelst deinen Freund an um Geld, oder was? Du nutzt die Gutmütigkeit deines Freundes aus, damit er dir was kauft. Also ich glaube nicht, dass du das für ihn tun würdest, wenn er dich um Geld anbetteln würde. Wie ihr wisst, darf mein Freund keinen Blickkontakt mit anderen Frauen haben. Ach so, gut. Willst du ihn etwa die Augen zubinden? Also wie willst du das bitte gewährleisten, dass der keine Frau sieht? Außer dich natürlich. Außerdem darf er aber auch nicht gleichzeitig mit einer anderen Frau arbeiten. Du, das Projekt XY übernimmt die Marie und der Max. Oh, meine Freundin verbietet es mir, mit einer Frau zusammenzuarbeiten. Was haben Sie denn für eine Freundin? Ich kann das echt nicht machen. Sie macht sonst Schluss mit mir. Wenn er doch mal eine Schicht mit einer Arbeitskollegin hat, muss er mindestens 2,5 Meter Sicherheitsabstand halten. Oh ja, und eine Maske, eine Corona-Schutzmaske auch noch aufsetzen, oder was? Für mich gelten diese Regeln natürlich nicht. Ich weiß schließlich, dass ich nur ihn will. Natürlich, klar. Dein Freund darf nicht mal andere Frauen anschauen. Er darf nicht mal mit anderen Frauen zusammenarbeiten. Er darf nicht mal mit denen in die Pause gehen. Er darf nicht das, er darf nicht dies und darf nicht das. Und du darfst alles, oder was? Gute Beziehung, meine Liebe. Sofort Schluss, da gebe ich dir recht. Und falls die Ersten wieder sagen, das ist Ironie von der einen, nein, es steht nirgends da, also sie meint das anscheinend komplett ernst. Gründe, wegen denen ich sofort mit meinem Freund Schluss machen würde. Mein Freund unternimmt ohne mich etwas mit weiblichen Familienmitgliedern, wie beispielsweise seiner Mutter, Tante, Oma oder Cousine. Mit solchen Ansichten wird keiner mit dir eine Beziehung starten wollen. Es steht zwar nirgends dabei, aber ich hoffe, das ist Ironie. Ist es für dich betrügen, wenn dein Partner mit jemand anderem schreibt? Ist es für dich betrügen, wenn dein Partner jemand anderen küsst? Ist es für dich betrügen, wenn dein Partner mit jemand anderem schläft? Ist es für dich betrügen, wenn dein Partner Pornos guckt? Ist es für dich betrügen, wenn dein Partner von jemand anderem träumt? Partner jemand anderen Schatz nennt? Ach so, und da hört der Spaß auf. Dein Partner darf mit einer anderen schlafen, dein Partner darf eine andere küssen. Aber wenn er eine andere Schatz nennt, das geht natürlich gar nicht. Wie viel Geld müsstest du bekommen, dass du bis Ende des Jahres kein Alkohol mehr trinkst? Jetzt nächstes Wochenende beginnt bei uns Frühlingsfest und dann ist jedes Wochenende irgendwo anders. Also ich mache auf 2000. Für 2000 Euro würdest du bis Ende des Jahres nichts mehr trinken? Ja. Mache. Junge, gib mir 10 Euro, ich mach das locker, gar kein Problem. Ist das so schwer oder was? Einfach nichts trinken, oder? Wow, du machst da vor meinen Augen ein Auto kaputt. Andere Leute, die sich kein Auto kaufen können, denen tut das natürlich weh. Aber wir sind natürlich keine Geringverdiener und deswegen juckt uns das überhaupt nicht. Volkswagen. Jungs, das ist Kleingeld. Das ist einfach Kleingeld. Junge, 40.000, das hat doch jeder auf der Tasche, oder? Ich weiß nicht, warum das Leuten wehtut, sowas zu sehen. Volkswagen. 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 Meine lieben Damen und Herren, das Video war sehr befriedigend für mich. Hier sind noch Leute, die eingeblendet werden wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liked und abonniert für den Algorithmus. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.